Business drängt zu OPs. Alles echt bei Natalia Avellon? Antifalten waren für den Job? Jung und strahlend schön. Dass sich Natalia Avellon wirklich Gedanken über ihr Alter macht, ist wohl nur schwer vorstellbar. Doch jetzt spricht sie ganz offen darüber, wie schwer der Beauty-Druck der Branche wirklich auf ihr lastet. Wieso sind Schönheits-OPs für die hübsche Natalia überhaupt ein Thema? Also ich habe nichts machen lassen, noch nichts. Ich weiß nicht, was ich mit 50 oder 40 machen werde. Es sind auch nur noch 6 Jahre, ich bin 34. Ich merke auch meine Fältchen und so weiter. Und da wir eben vor der Kamera arbeiten, wir haben HD mittlerweile, High Definition. Das heißt, man sieht alles, jede Pore, jede Falte und so weiter. Ziemlich ehrliche Worte zu einem Thema, was sonst nur zu gern unter den Red Carpet gekehrt wird. Doch Natalia ist ganz offen, wenn es darum geht, wie wichtig gutes Aussehen für ihre Karriere ist. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in 2 Jahren aussehe wie ein vertrockneter Apfel, ja, wer bucht mich denn dann noch? Da muss man realistisch bleiben. Gehört der Beauty-Wahn also wirklich längst nicht mehr nur in Hollywood zum Job eines Schauspielers dazu? Das ist unser Beruf. Unser Beruf ist nicht nur Talent und gut spielen oder gut singen oder gut moderieren, sondern einfach auch ästhetisch aussehen, schön sein. Also was auch immer Schönheit ist, ja, das wird ja ganz unterschiedlich definiert. Und für einige passen Falten einfach nicht zu dieser Definition. Wir sind uns allerdings sicher, auch mit der ein oder anderen Falte wird diese Frau niemals aussehen wie ein vertrockneter Apfel.